You're toast. Mal schauen, ob der Part hier auch ein Klassiker wird. Klassiker mit Chaos oder ein Klassiker mit ganz vielen Bugs. Schwierigkeitsgrad Stufe 106 und mit diesem Schwierigkeitsgrad habe ich hier schon auf jeden Fall zu kämpfen. Die KI ist hier in meinen Augen in Monaco besser geworden als noch in F1 2017. Denn wir haben unseren Teamkollegen rausgeknallt, nämlich den lieben Leclerc. Haben wir hier rausgeknallt auf Position 16 und das Ganze nur, wirklich nur um 14.000stel. Das Wetter wird auch sehr interessant, denn bei der Rennstrategie sieht es wie folgt aus. Ganz am Ende soll es Starkregen geben. Mal gucken, wann der leichte Regen kommt, ob der relativ früh kommt oder relativ spät. Denn die Wettervorhersage, die stimmt dann nicht mehr zu 100%. Aber wir versuchen das Ganze hier innen, oder haben wir abgekürzt, gelb. Gelb weiter hinten ist was passiert. Position 3, Stroll hinter uns. Was hat denn der gemacht? Den lassen wir mal hier ziehen. Gucken, ihn ist keiner. Wo, oh, wunderbar, das funktioniert ja wie am Schnürchen. P12 und Stroll ist auch noch vorbeigegangen. Aber alle sehr diszipliniert. Das hat ja Codemaster sehr schön hinbekommen. Gut ab, also die KI hat Fortschritte gemacht. Ja, und der Stroll will auch gleich Fortschritte machen. Mal schauen, hoppala, das war auch knapp. Und ich muss mich ja nicht komplett nach hinten orientieren, denn Monaco liegt dem Auto eigentlich noch weniger als in Spanien. Und da haben wir noch Punkte geholt. Falscher Gang, dritter Gang, Dankeschön. Und ich finde hier der Unterschied zwischen Ultra und Hyper enorm, weil ich auch mit dem Ultra absolut nicht zurechtgekommen bin. Aber ich kann mich auch jetzt nicht von Stroll mehr absetzen. Man sieht sofort, wo er aufholt. Aber wie gesagt, überholen hier brutal schwer. Wie gesagt, wir müssen uns hier nach hinten orientieren, nicht nach vorne. Also jetzt werden Rennen kommen, wo wir uns, ja, nach hinten orientieren, statt nach vorne. Das wird jetzt, glaube ich, fast, ja, fast immer so sein. Außer ich vergleiche mal das Qualifying extrem. Ab und hab ein Auto, wo ich mit attackieren kann. Ja, leicht verbremst, da muss ich ein bisschen cutten. Sorry dafür schon mal. Safety Car kann auch kommen. Es kann alles hier passieren. Dafür ist Monaco bekannt. Mein Reifenverschleiß in der Rennstrategie war eigentlich unter 1,0 im Schnitt. Also nicht gar kein Problem. Ich habe das Gefühl, die Pace ist momentan so ein bisschen ein Problem. Da kommt der Bottas aus der Box. Das heißt, Hamilton war drin. Hat aber nach 12 Runden den Boxstopp schon rausgefahren. In echt hat man hier ja fast gar nicht gepusht, da ist man ja gemütlich gefahren. Hat Hebbel noch gesagt, so wenig, wie ich in dem Rennen gepusht habe, habe ich noch nie. Oh, kleiner Wandknutscher. Weil Bottas fällt mir wieder, ja, fällt weg. Das kann man ja gar nicht mehr vergleichen. Ein sauber und ein Mercedes, der müsste fast gefühlt 4 Sekunden schneller sein. Ja, Grosjean kommt näher. Interessiert mich aber auch nicht. Der Kollege. Ich muss meinen Stiefli einfach nur fahren. Und dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ich habe hier schon wieder die ganze Gruppe hinter mir. Ich glaube, selbst bei 50% macht man jetzt hier schon 2 Stops, weil es einfach schneller ist. Ich kann es mir durchaus vorstellen. Ja, schon andere Gesetze bezüglich den Reifen. Also die Ultras halten laut Team 60 Runden. Die Hypersoften, glaube ich, waren es nur 29, also gerade mal die Hälfte. Angeblich ist der Zeitenunterschied nicht ganz so groß. Ich das bezweifle ich allerdings. Ich halte die beiden Renaults auf. Ich halte hier eigentlich gefühlt das ganze Feld auf. So nach dem Motto, wir könnten hier alle schneller außer du. Echt hat man die hier nicht auf Temperatur gebracht. So hart waren die. Bei mir wird wahrscheinlich das Gegenteil der Fall sein. Der ist immer noch überhitzt.
glaube, ab 104 lässt der Grip dann nach bei der Kerntemperatur. Also, sie hat schon eine Aussagekraft. Aber P6, alles andere spielt keine Rolle. 21 Runden in ein Viertel ungefähr vorbei. Das war knapp gegen Grosjean, aber nicht gereicht. Aber die KI versucht das da durchaus. Das traue ich dir auch zu. 45,2 Sekunden. What? Also 45 Sekunden ist viel, ne? Wir reden hier von 22 Runden. Das sind fast, ja, 2,1 oder 2,2 Sekunden, die da vorne schneller fahren im Rennen. Ich weiß gar nicht, wie viel das im Qualifying war. Oh. Also sollte man da darüber nicht brettern. Wir denken, es wird ein wenig Regen geben. In etwa 15 Minuten geht's los. What? Bist du dir da ziemlich sicher? Das ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße, ne? Dass man da nicht so wirklich planen kann. Dass die Wettervorhersage nicht zu 100% ja, stimmt. Oder passt. Aber das Wettersystem, das wollten sie ja nochmal. Oder wollten sie auch verbessern. Haben sie, glaube ich, auch geschafft. Also bei dem Safety Car würde ich jetzt nicht mehr lange überlegen, da würde ich jetzt reinkommen. Mit die Ultras draufpacken und warten, bis die Konkurrenz nochmal stoppt. Ich habe das Gefühl, der Magnussen verliert Zeit. Das ist schon wieder Butters. Das ist doch mal auf Übersoft gegangen. Aber nur 11,6, das müsst ihr euch mal ausrechnen. Der war schon zweimal drin. Ja, ist immer Hyperstop gefahren und hat da 11,6 Sekunden rausgefahren. Oder 10,7, also es ist eigentlich zu wenig für 27 Sekunden. Der Hyperstop baut richtig ab. Und dann kommt Charles nochmal rein. Boah, ich habe keine Ahnung momentan. Also ich habe jetzt gerade auch keinen Überblick, wer wo steht. Wer auch was unterwegs ist. Das ist hier ganz komisch. Also Charles fährt eigentlich zweimal Hyperstop, was ich einmal Ultra fahre. Okay, von denen ist keiner reingekommen. Ja, 26% und man fährt schon rein. Und das Getriebe hält ja super 3%. Ey, also da kann ich mich absolut nicht beschweren drüber. Wow! Ich hab da schon blaue. Was? Blaue Flaggen? Bisschen früh. 106. War das hier? Ich habe erst überlegt, 105 oder 106. Im Endeffekt war 106 richtig. Ich hab's im Qualifying selber gesehen. Also noch enger mit Charles Leclerc. Es ging gar nicht mehr. Alonso auch drin. Oh, plus minus du war die Runde. Der Regen soll jetzt gleich runterkommen, ohne 35, lieber die Hälfte des Rennens. Der Regen steht unmittelbar bevor, ich sehe noch keinen Regen. Ich sehe nur wie ein Grosjean im Rückspiegel. Der schneller könnte. Hab ich da gerade einen Tropfen gesehen. Wir glauben, dass es bald zu regnen beginnen wird. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie sich die Bedingungen ändern. Hülkenberg fährt auch auf Ultras. Der ran das eine, vorbei das andere. Grosjean kann ein Lied davon singen. Jetzt sieht den sauber Heckflügel Minimum schon 35 Runden. Ja, natürlich versucht er das da. War doch mal jemand klar. Also da wollte er in eine Lücke reinstechen, wo keine war. Sorry. Also da muss er schon wirklich neben mir sein. Aber da riskiert man das ja auch. Oder er hat es riskiert und ist bestraft worden. Meiner Meinung nach. Wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben. Vielleicht länger. Leichter Regen dauert an. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Ich hätte mich jetzt gewundert, wenn nicht. Also wie lang dauert's? Das ist die Frage.
bis Intermediates-Zeit ist. Müssen die vorher noch mal rein? Oder nicht? Okay, manche Autos sind unter diesen Bedingungen bereits am Kämpfen. Wenn wir aber jetzt schon auf Intermediates wechseln, werden wir zu langsam sein und sie verheizen. Mach einfach das Beste draus. Muss ich sowas so oder so? Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 4,3 Sekunden. Oh, das ist jetzt natürlich mit Risiko, aber wir wollen ja was sehen. Nein, hier mache ich es auf keinen Fall. Wobei man in dem Ableger besser um die Löwshaarnadel kommt als im Vorgänger. Ich würde es unter Fair abstufen. Und er hat den Flügel auch noch dran. Toll. Das war noch fairer, weil es ja keine Berührung war. Das war herausbeschleunigt aus der Mobola, aus der Hafenschikane. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Ach du Kacke, ne. Hätte ich mir die Mühe ja gar nicht machen brauchen. Wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben, vielleicht länger. Leichter Regen dauert an. Wir wissen nicht, ob Trockenreifen oder Intermediate okay. gerade besser sind. Also so der Mittelweg. Gib dir den Platz, ich geb dir den Platz außen. Alles klar. Danke, Hartley. Habe ich mich zwar verbremst, aber. Ja, aus der Hafenschikane beschleunigen sie immer noch schlecht raus. Ich würde sagen, noch eine Runde. Oder jetzt. Ja, du kommst ein bisschen zu spät damit. Doch jetzt dein Maul damit. Haben wir es jetzt? Ich muss mich hier konzentrieren. Ja gut, die Verwarnung nehme ich in Kauf, wobei es eigentlich gar keine war. Oh, da könnten wir kriegen. Oh, da könnten wir Glück haben. Oh, da könnten wir Glück haben. Oh, da könnten wir Glück haben. Komm, 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 komm. Oh. Ey, das ist jetzt wieder nicht wahr. Warum steht ihr nicht bereit? Der ist schon Ewigkeiten weg. Alter. Hallo! Oh Mann! Das haben sie immer noch. Oh, sorry. Ey, das regt mich auf. Da bin ich Rennfahrer, ey. Da bin ich so Rennfahrer. Der ist Ewigkeiten weg, mein Teamkollege. Ewigkeiten. Ewigkeiten ist er nicht mehr in der Box und ich bin immer noch nicht bereit. Was soll denn das? Na, sorry, wenn ich mich darüber aufrege, aber es ist Fakt. In der echten Formel 1 kriegen sie es auch gebacken. Habe ich auch da bei sowas könnte ich ausrasten. Wenn die dann eine Interviewfrage stellt, ist mir das wurscht. Da bin ich gegen das Team. Oh, ich muss ja verstehen, wenn der vor mir wäre und vor mir in die Box. Aber nein, ich fahre noch die gesamte Runde. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,6 Sekunden. Und das ist das, was mich dann so sehr aufregt. Sorry, wenn ihr das nicht hören könnt, das ist aber so. Da bin ich Rennfahrer, da bin ich einfach Rennfahrer. Von Natur aus. Sowas regt mich extrem auf. Du machst dir die Arbeit auf der Strecke, überholst die, so gut wie es geht. Und dann kommst du an die Box und dann BÄM! Oh, voll in die Fresse einfach. Geh mal bei dem Verantwortlichen für den Stop, weil ich war schon vorbei. Oh. Was war bis dahin ein gutes Rennen? Es ist immer noch ein gutes Rennen, keine Frage, aber. Gucken, ob ich es irgendwie schaffe, an Hülkenberg vorbeizukommen. Irgendwie. Ich muss mich hier echt voll konzentrieren. Weil den will ich haben. Den will ich wieder haben. Hülkenberg, ich will deinen Platz wieder haben. Ist mir egal, was du darüber denkst, den will ich haben. Und den Perez, den will ich auch noch wieder haben. Jetzt kommt wieder dieser kranke Ehrgeiz durch. Das kannst du ja vergessen außen herum. Ja, wo überholen? Also bei Regen ist es ja noch schwerer. Gut, ich hätte mein Teamziel noch erfüllt, ja.
Das wäre die gute Nachricht. Aber es war hier mehr drin. Ja, das ist auch noch drin. Ich rede die schön zu verbremsen und einfach den Ökmark reinzurauschen und dann hart ihn noch vorbei lassen zu müssen. Skatziel sehe ich momentan als einzige Möglichkeit oder hoch zum Casino. Wenn, ansonsten nein. Ich komme nicht vorbei an Ökmark. Ich komme nicht vorbei. Ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Ich komme an denen nicht vorbei. Ja, der kann auch schneller. Also, der Höhenberg ist mal zu langsam auf Regenreifen. Ja, du willst, dass ich mich drehe, oder? Wenn ihr meinen Blick sehen könntet gerade, ich bin gerade verzweifelt. Ja. Im Auge, wie viel Wasser auf der Strecke steht. Wir glauben, dass die Intermediates derzeit noch am besten geeignet sind. Mein Gott, komm, Auto, ich will den Grip hinten haben. Wagen, hinten, Hinterachse, come on. Ich muss dran sein, ich muss richtig nah dran sein. Dann könnte es funktionieren. Ich weiß wirklich durch das Halo, wo mein Frontflügel ist. Ich wünsche mir einen besseren Motor. Das zum ersten Mal. Ja, das ist die einzige Chance, die ich sehe. Und da zwar hier oben. Wetterchaos ist da. Und das war's dann aber auch. Du hast neben dir die Allee nicht mehr Grip. Kein Fehler von Hülkenberg. Kein einziger. Oh yes. Oh yes. Hi Bottas. Ich bin glücklich, dich zu sehen. Komm, Ricciardo, du auch noch. Verstappen, okay. Warte. Komm. Komm, Junge, komm! Ah! Ärgerlich. Selbst wenn es Vollwert hier wäre, ich würde jetzt mit den Intermediates durchfahren wollen. Das Risiko würde ich eingehen jetzt. Auf niedrig will der Wagen rum. Wow, viel zu schnell rein. Den Heckflügel kann ich langsam nicht mehr sehen, da wo Rindo drauf steht. Weil der Stroll müsste irgendwo davor fahren. Ja, tatsächlich, ey. Der wird hier einen Punkt holen. Ist da gerade jemand abgebogen? Nee, sah nur so aus. Gerade Intermediates oder Regenreifen besser sind, ist schwer zu sagen. Okay. Ja, ich würde nicht mehr abbiegen. Ich würde jetzt nicht mehr abbiegen. Jetzt würde ich durchfahren. Jetzt würde ich durchfahren. Nein, Auto. Okay, jetzt merkt man das langsam schon. Hockenheim halt. Hockenheim, Monaco halt. Also ein typisches Monaco-Rennen, wo nichts passiert. Aber wirklich gar nichts. Es müsste ein Funkspruch geben, voller Attacke. Man stellt dir alles um. Fett und auf Überholen. Oder Hammer Time heißt der Spruch. Ist mir wurscht, wie der Spruch heißt. Aber so ein Funkspruch fehlt. Was habe ich denn da jetzt geknutscht? Okay, ich finde, jetzt sind komplett Regenreifen angesagt, oder? Nein! Die sind bereits recht tief. Wir fahren durch. Und Hülkenberg macht keinen Fehler. Hartley kommt auch nicht mehr näher. Es ist. Das sind leider die Monaco-Rennen, die ich leider mittlerweile so kenne. Stumpf 78 Runden runterfahren. Hört sich komisch an. Ist aber so. Grosjean das Highlight, die zwei Überholmanöver das Highlight. Das war's.
Sobald du ein bisschen mehr willst, rutschst du und kommst nicht näher. Im Gegenteil, du verlierst mehr Zeit. Und da du in Monaco einfach nicht vorbeikommst, fährst du nur hinterher. Ich muss mal gucken, was ich in der Entwicklung mache. Weil Monaco ist wieder so ein Rennen, wo ich mir gesagt habe, boah, das Auto, da noch eine Schwäche, da noch eine Schwäche. Da hat es eine Schwäche. Wir haben gegen Hülkenberg eigentlich nur einen Motorenvorteil. Der aber dadurch schlechter wird, dass wir mit deutlich mehr Flügel fahren. Ich hätte eigentlich Hyper, Ultra, Inters fahren müssen. Das wäre richtig gewesen. Glückwunsch an Sebastian Vettel. Zum nächsten Sieg. Der dominiert ja alles, ne? Ne, das Rennen hat mir wieder gezeigt, warum ich der Meinung bin, Monaco gehört raus aus dem Rennkalender. Was das Teamziel bedeutet, das haben wir erfüllt. Das erste Rennen allerdings ohne Punkte. Und die Punkte, die wurden mir eigentlich versaut. Nicht durch mir, nein, sondern durch meine Boxencrew, die einfach nicht bereit stand. Ja, meine geliebte Crew hat's vermasselt. Ich hätte auch eine Runde früher kommen können, ja, aber der Schal war für mich eigentlich kilometerweit schon weg. Und der war auch auf, wir waren auf einem Niveau sogar, obwohl ich nicht einmal die Überstoffreifen gefahren bin. Ein todlangweiliges Rennen, wenn ich es beurteilen müsste. Pierre Gasly 16, Charles Leclerc nur noch auf 19, ja, weil Lance Stroll einen Punkt holt. Und damit hat jedes Team Minimum einen Punkt in der Konstrukteursrangliste. Was hat eigentlich dieser Lance Stroll gemacht? Er hat eigentlich genau das gemacht, was man machen sollte in Runde 1. Und zwar, mir am besten folgen. Und die Kurve 1 hat es auch schon gekracht. Da hat Esteban Ocon sogar schon den Frontflügel verloren. Ja, schaut mal an. Gleich scout es sich nämlich vor uns. Und zwar genau jetzt. Und der Williams hat genau die gleiche Idee wie ich. Ja, wir fahren einfach mal dran vorbei. Und profitieren ebenfalls. Hier aus der Sicht von Kevin Magnussen. Da, zack, da ist der Frontflügel ab beim Force India. Magnus hat hier relativ viel Glück gehabt. Bis dann Romain Grosjean die Geduld verloren hat. Und der Fehler kommt mir immer noch sehr bekannt vor. Fehler Grosjean. Das Manöver war arg an der Grenze. Aber es ging gerade so noch gut. Bei Sergio Perez, da war alles clear, denn er verdient nicht den Frontflügel, er kriegt die Kurve, so wie man sie noch bekommen sollte. Das Manöver war sauber, fair und ich habe ihm genug Platz gelassen. Was war jetzt passiert beim Boxenstopp? Folgendes, Leclerc wechselt den Frontflügel, wechselt auf Intermediates. Soweit noch alles korrekt, oder? Genau, dann fährt Leclerc raus, muss ein bisschen warten hier auf die anderen. Fährt raus, ist jetzt aus der Boxengasse raus. Und dann schauen wir einfach mal, wo wir jetzt sind. Also Leclerc ist jetzt gleich komplett raus, und zwar jetzt. Jetzt schalten wir mal ganz kurz durch. Wo sind wir? Aha, da sind wir. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir haben circa 12 Sekunden, nachdem Leclerc die Boxengasse schon verlassen hat. Das heißt, dass jemand hatte genügend Zeit, was vorzubereiten. Was machen die? Ja, die warten einfach mal, bis ich dann da komme. Ja, dann haben wir nochmal circa 5 Sekunden Zeit. Es geht ja um nichts, hä? Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? Klasse, das war dann alles.